Wie kann eine Organisation so werden, dass sie eine, also Trölsch hat gesagt, elastische Kirche bietet, also dass sie das Universelle und Globale von Kirche beibehält, aber Formen freiwilligen Engagements in sich ermöglicht und auch spiritualitätsfördernde Formen in sich, also bewusst ausbildet, sodass Leute nicht finden, sie müssten, um ihren spirituellen Bedürfnissen nachgehen, sich Alternativen zur Kirche suchen. Nachdem wir sie zweimal verschieben mussten, finden jetzt vom 13. bis zum 15. Juni die 8. Studientage zur theologischen und gesellschaftlichen Erneuerung in Fribourg statt. Das Thema: die Macht des Heiligen. Über das Heilige, Heiligkeit und Heiligung in einem säkularen Zeitalter. Gott ist die Liebe. Gott ist gerecht. Darunter können wir uns einigermaßen etwas vorstellen. Aber Gott ist heilig. Heiligkeit, was soll das sein? Vor allem in einer Welt, die ja nach Max Weber als entzaubert gilt. Wenn wir uns überlegen, was ist Heiligkeit, dann gibt es im 1. Petrusbrief 1, Vers 16 einen kleinen Hinweis, wie man sich das in etwa vorzustellen hat. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das heißt, hier treffen sich Himmel und Erde, Transzendenz und Immanenz. Neben vielen anderen sind wir besonders froh, Hans Joas als Hauptreferent bei uns zu haben. Er ist einer der wichtigsten Religionssoziologen unserer Zeit und eine einflussreiche Stimme sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kirche. Ich habe mich mit ihm zu einem Zoom-Gespräch verabredet und ihn gebeten, eine Hinführung zur Thematik und eine Einführung in seine drei Hauptreferate an den Studientagen zu geben. Der Hintergrund, nicht das Thema des ersten Vortrags oder aller Vorträge ist, dass die sogenannte Säkularisierungsthese in den letzten Jahrzehnten etwas sehr stark, kann man sagen, an Glaubwürdigkeit verloren hat. Was ist die Säkularisierungsthese? Nicht einfach die Behauptung, dass es Länder gibt, in denen das Christentum oder alle Religion an Kraft und Verbreitung verloren hat, sondern das ist eine notwendige Folge von Modernisierungsprozessen, gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen sei, dass Religion geschwächt wird. Diese Vorstellung war sehr lange in den Geistes- und Sozialwissenschaften, aber auch in der allgemeinen Öffentlichkeit dominant. Und sie hat diese Dominanz in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten verloren. Ich werde also einleitend etwas darüber sagen, warum das passiert ist. Das heißt, welche Forschungsfortschritte, aber auch welche realgeschichtlichen Veränderungen dazu geführt haben. Aber wohlgemerkt, das ist jetzt nur der Hintergrund. Die eigentliche Frage, um die es in dem ersten Vortrag dann gehen wird, ist, wie wir denn alternativ erklären, warum es sehr wohl zu Schwächungen von Religion kommt, vor allem aber, ob wir für die Erklärung der seit dem 18. Jahrhundert laufenden europäischen Säkularisierungsprozesse wirklich in Anspruch nehmen sollten, die Vorstellung, dass es schon einen Vorlauf gab, seit gewissermaßen den alttestamentlichen Propheten. Das ist nicht die Säkularisierungsthese, sondern die Entzauberungsthese, die in ihrer machtvollsten, einflussreichsten Version auf Max Weber zurückgeht. Und es wird also in dem ersten Vortrag stark darum gehen, zu diskutieren, ob nun diese Entzauberungsthese
denn immer noch plausibel ist. Ich bestreite das. Aber dazu muss man jetzt viel genauer, als ich es jetzt getan habe, natürlich sagen, worin diese These eigentlich besteht, was an ihr richtig ist. Meine Kritik besagt nie, etwas ist einfach nur sozusagen kompletter Unsinn. Ja? Aber was eben auch gegen sie spricht. Ich glaube, mehr sage ich jetzt dazu im Augenblick nicht. Das ist sozusagen die erste Vorlesung. Die zweite beschäftigt sich dann mit der Frage nach einer Alternative dazu. Und hier kommt jetzt dann ins Spiel auch das Heilige, aber in einem spezifischen Verständnis. Das heißt, mein Ausgangspunkt, und dabei schließe ich an einen bedeutenden Philosophen des 19. Jahrhunderts, William James, amerikanischen Philosophen. Mein Ausgangspunkt ist ein bestimmtes Verständnis menschlicher Erfahrung. Ich sage jetzt bewusst nicht gleich religiöser Erfahrung, weil es eigentlich um was Umfassenderes dabei geht, wirklich um ein Verständnis der menschlichen Erfahrung, dann bestimmter Formen der menschlichen Erfahrung. Und da steht im Zentrum etwas, was in meinen Arbeiten heißt, Erfahrungen der Selbsttranszendenz, also derjenigen menschlichen Erfahrungen, in denen Menschen das Gefühl haben, dass sie über die etablierten Grenzen ihrer Person, ihres Selbst hinausgerissen werden und von etwas ergriffen werden, was sie tief erschüttert. In diesem Ergriffensein, in dem Wort, steckt schon eine passive Dimension, also anders als etwa im Begriff der Wahl. Ja, nicht ich wähle, sondern ich werde ergriffen. Etwas packt mich, ich begegne einer Kraft, die mich verändert, die mein Selbst transformiert. Das ist jetzt auch wieder nur ins Gröbste natürlich gesagt. Da stellen sich eine Fülle weiterer Fragen und Probleme. Ich nenne für den Augenblick drei, die aber sozusagen für meine Theorie zentral sind. Nämlich, was genau soll dieses Selbst sein, über das in der Selbsttranszendenz hinausgegangen wird? Wie ist das Verhältnis von Erfahrung und Artikulation von Erfahrung? Wie kann ich über das sprechen, was mich tief erschüttert? Und drittens, was ist das Verhältnis dieser Erfahrungen von Selbsttranszendenz und dieser Erfahrung von Kraft, der Zuschreibung von Heiligkeit zu Moral? Was ist das Verhältnis dieser Erfahrungen zu Moral? Und das ist dann allerdings ganz wesentlich, weil ich ein spezielles Interesse daran habe, gewissermaßen das Verhältnis von Religion und Politik oder von Heiligkeit und Macht zu analysieren. Das geht dann auf dem Wege der Verknüpfungen von Heiligkeit und Macht, also meinetwegen der sakralen Königtums oder der Selbstsakralisierung einer Nation, die sich selber für irgendwie etwas hält, was sie von allen anderen Nationen wertmäßig unterscheidet. Aber dann vor allem auch, wie Religionen entstehen konnten, die den Bezugspunkt der Heiligkeit über jede irdische Macht und überhaupt über alles Irdische hinauslegen. Das ist eine Umschreibung des Begriffs der Transzendenz und der Vorstellung eines transzendenten Gottes, also eines Gottes, der nicht einfach unter uns als irdisches Wesen nur stärker existiert. Das ist die Thematik des zweiten Komplexes. Und jetzt bei dem dritten geht es jetzt darum, also in dem vorgesehenen Vortrag geht es dann stark um Christentum und Kirche.
Aber der Hintergrund ist die Frage, ob denn wirklich man jetzt sagen kann, nur das Christentum oder vielleicht nur die jüdisch-christliche Tradition habe eine solche Vorstellung entwickelt. Ich bestreite das, rede aber jetzt in dem Vortrag nicht hauptsächlich darüber, sondern über das spezifische Organisationsproblem, das sich denjenigen stellt, die eine solche Idee von Transzendenz haben und die den moralischen Bezugspunkt über jedes partikulare menschliche Kollektiv hinaus legen. Das ist nämlich für mich der Schlüsselpunkt, von dem aus wir verstehen können, worum es bei der Organisation der Christen geht und worum es geht, wenn wir von Kirche sprechen. Ich glaube, dass man heute auch kirchenfernen und glaubensfernen Menschen erläutern kann, wenn sie ein Verständnis haben für diesen Bezugspunkt auf Menschheit zum Beispiel, dass sich Christen nicht einfach organisieren konnten und können in den vorhandenen Organisationsformen, etwa des Staates oder der Verwandtschaftssippe und so weiter, sondern dass sie eine Organisationsform brauchen, die dieses Transzendenzmoment erhält. Sie brauchen eine spezifische Ferne zum Staat. Sie müssen organisieren, wie sie diese Botschaft weitergeben an die nächsten Generationen, wie sie sie verkünden gegenüber Menschen, die von dieser Botschaft noch nicht ergriffen worden sind, wie sie sie systematisch durchdenken können und wie sie sie in Ritualen vergegenwärtigen können. Und das sind alles Probleme, die nicht einfach gegeben sind mit der Sozialität des Menschen als solcher. Also das ist ein kleiner Seitenhieb gegen den Theologen Karl Rahner gewesen, ja, der das so behandelt hat, sondern die sich erst stellen, wenn man diesen universalistischen Gesichtspunkt hat. Also es geht in dem dritten Vortrag um Kirche unter diesem Gesichtspunkt. Und dann gibt es einen Ausblick noch darauf, dass wir eben meines Erachtens, und das ist das Thema des Buches, an dem ich arbeite, eine über den europäischen und christlichen Horizont hinausgehende Geschichte dieses moralischen Universalismus brauchen, die also auch China und Indien einbezieht. So, das ist der Überblick. Was bedeutet nun Heiligkeit für unsere Kirchen, unsere Gesellschaft? Für uns ganz persönlich. Um diese Fragen wird es auf den Studientagen gehen. Ich hoffe, wir sehen uns dort.